Hallihallo, liebe Zuschauer, liebe Filmfreunde, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen Film mitgebracht, der wahrscheinlich dem einen oder anderen schon mächtig unter den Fingern brennt, weil diese Neuauflage des Klassikers von Jan de Bont aus dem Jahr 1996 ist einer der gefragtesten Titel oder eine der gefragtesten Veröffentlichungen der letzten Zeit. Die Rede ist natürlich von Vom Winde Verweht, Reloaded quasi, Twister, The Dark Side of Nature, also dem Film Twister mit Bill Paxton, Cary Elwes, Helen Hunt in den Hauptrollen. Des Weiteren haben wir noch Philip Seymour Hoffman dabei und so weiter und so fort. Ein großartiger Film, den ich persönlich, ja, ihr glaubt es kaum, noch gar nicht gesehen habe. Ja, ich weiß, Schande über mein Haupt, ja. Aber zu der Zeit habe ich 4 oder 5 Mal Independence Day im Kino gesehen und habe Twister irgendwie, ist an mir vorbeigegangen. Aber die Becky sagt, was das für ein toller Film ist und deswegen habe ich ihn hier. Also wir packen ihn heute aus in dieser exklusiven Neuauflage von Turbine Medien, die auch ursprünglich nur im Turbine Medien Shop verfügbar war und leider auch schon ausverkauft ist. Ja, genau, der Film kam am 6. August 2021 in den Handel und war kurze Zeit später wieder ausverkauft. So, und jetzt sagt ihr, boah, der hat einen, ich will auch einen. Ja, und da habe ich eine gute Nachricht für euch, denn Turbine hat nachgebessert, nachproduziert und am 27.8. gibt es dann eine neue Auflage hiervon, ebenfalls im Mediabook. Und das Ganze wird dann auch wieder über den Turbine-Shop. Ihr könnt da auch jetzt schon bestellen. Den Link findet ihr, wenn ihr unten auf den Link zu Blu-ray-Disc geht. Da könnt ihr den dann direkt bestellen. Und wenn wir schon da sind, unten, wenn ihr auf den Link klickt, findet ihr auch in Kürze das Review von meinem Kollegen Jörn Pomplitz. Der nimmt den Film nämlich für euch im Detail auseinander. So, jetzt zunächst einmal. Jetzt sagt der ein oder andere Mensch, der Film, der ist doch schon alt, warum wurde der nicht veröffentlicht? Doch wurde er, und zwar im Jahr 2009, damals von Universal Pictures auf Blu-ray-Disc. Und zu der Qualität kann ich nichts sagen, weil, wie gesagt, ich kenne den Film, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Das bedeutet, ich habe den auch nicht in der Sammlung. Aber diese Neuauflage hat zum einen natürlich das Mediabook, ist klar. Dann wurde das Bild, soweit ich das mitbekommen habe, genau hier steht es, das Bild wurde remastert. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Das Besondere an dieser VÖ ist nämlich, wir haben eine Dolby Atmos Tonspur und eine Auro 3D Tonspur. Und zwar beides auf Deutsch. So schaut's aus. So, dann limitierte Mediabook Edition mit 2 Blu-ray-Discs und 24-seitigem Buchteil. Das schauen wir uns jetzt an. Diese Werbehinweise befinden sich genau wie der FSK-Sticker auf der Einschweißfolie und die wandert in den Müll. Dann haben wir nur noch das Mediabook selbst. Das ist in einem dezenten Matt gehalten und hat hier oben schon, was ist das denn, eine, was ist das, sieht aus wie Kleberückstände. Auf jeden Fall schon eine Macke, was ich persönlich ganz große Kacke finde, muss ich sagen. Das ist richtig doof. Was ist denn das hier, ja? So, naja, gut, abgesehen davon, unten haben wir Helen Hunt und Bill Paxton. Und ja, dann hinten den Twister. So, auf der Seite haben wir auch den Filmtitel draufstehen, wie es sich gehört. Unten nochmal das Frontmotiv, unten den Hinweis Blu-ray-Disc und hier oben den Hinweis auf Turbine Medien. Und auf der Rückseite haben wir das Vorlageblatt, das, wie wir sehen, nicht verklebt ist. So, ja, vorne haben wir Kleberückstände und hinten ist nichts verklebt. Das ist doch eine merkwürdige Sache. So, wir haben hinten ein paar Szenebilder, eine kurze Inhaltsangabe, hier das Bonusmaterial aufgelistet, dann die Credits und hier unten, wir sehen den Inhalt der beiden Blu-ray-Discs. Und eine Blu-ray-Disc mit Dolby Atmos Tonspur und eine Blu-ray Disc mit Auro 3D Tonspur. Das heißt, egal was für ein System ihr zu Hause habt, geile Sache, ihr kriegt donnernden Sound, wie es hier gesagt wird. Und ja, ich gehe mal davon aus, dieser Film, der ist auch prädestiniert dafür. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gesehen. Wenn wir das aufmachen, dann bekommen wir ein durchgängiges Bild zu sehen. Ja, schön, also gefällt mir gut. Ja, jetzt stellt man das Mediabook ja wahrscheinlich nicht so offen in den Schrank, aber trotzdem finde ich, das Ganze hat was.
Und dann auch wie immer bei Turbine, so ich nehme mal das Werbeblättchen schon mal raus. Hier, da bewegt sich nicht viel, da ist also gut verarbeitet. Das Buchteil ist schön in der Mitte angebracht, qualitativ hochwertig. So, dann fällt hier direkt dieser Werbeflyer raus. Hier Daylight und Dragonheart. Auch von Dragonheart kommt jetzt übrigens eine Mediabook-Neuauflage mit dem Cover, das Müller-exklusiv war. Diesmal im Turbine-Shop. Also es ist nicht gleich das Cover, es sieht nur so ähnlich aus. Es hat einen beigen Rand, während das von Müller ja einen schwarzen hatte. Nur für die Leute, die damals kein Dragonheart-Mediabook bekommen haben. Und hier auf der Rückseite haben wir noch die Turbine Mediabook Collection, also ist es auf beiden drauf, also was es da noch so alles gibt. Schöne Sachen dabei. So, und jetzt schauen wir uns mal den Inhalt an. Vorne haben wir die Blu-ray Disc mit der Dolby Atmos Tonspur. Die schaut so aus. Und hinten haben wir die Blu-ray Disc mit der Auro 3D Tonspur. Die schaut so aus. Und das ist auch ein durchgängiges Bild fast, ja. Nee, nicht fast. Das könnte, ich weiß es nicht genau. Schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Genau wie hier der farbige Innendruck. Der geht auch hier in die Rückansicht über. Und vorne haben wir das Gleiche. Nur halt, ist gut gemacht, oder? Also ich finde das toll. So, ja, oder so. Oder wenn man es aufklappt, hat man gesagt, das ist cool. Also das ist richtig Jack, das gefällt mir gut. So, dann sehen wir auch hier schon, der Buchteil des Mediabooks ist vernäht. Also auch hier ein weiterer Pluspunkt ist vernäht. Das bedeutet auch, dass man es viel besser umblättern kann. Das probieren wir jetzt auch direkt mal. Wir schauen uns jetzt den Buchteil an. Jawohl, die Seiten richtig schön stabil, etwas zu glänzend für meinen Geschmack, aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache, ist auf jeden Fall kein Qualitätsmanko oder auch kein Qualitätsplus. Es ist einfach nur, es ist halt Glanz und mir persönlich gefällt Glanz nicht so gut, aber andere Leute sehen das anders, deswegen, es wird nur erwähnt. Das Papier ist richtig schön dick, richtig schön griffig, das macht richtig einen guten Eindruck. So, dann haben wir hier auch ein meiner Meinung nach sehr gutes Verhältnis von Bild zu Text. Also wir haben hier natürlich ein paar Bilder aus dem Film, wie man das von Mediabooks erkennt, aber nicht so übertrieben viel. Und der Text hier, der ist relativ umfangreich. Also das ist auf jeden Fall schon mal etwas, wo ich sage, jawohl, das lohnt sich, das kann man machen. Und dann haben wir hier auch noch ein paar hinter den Kulissenbilder. Hier ist Jan de Bont. Hoffe ich, dass das Jan de Bont ist. Ich nehme es mal an. Ja, und also das ist auch, das sind so Bilder, die ich mir gerne angucke. So zwischendurch immer wieder eingeworfen. Hier von Joss Whedon oder hier vorne hatte ich eben gesehen Michael Crichton oder Crichton, Autor von Jurassic Park. Also wenn dann hier immer so Sachen eingeworfen werden, das macht was her. Also das ist für mich schon mal, ja, also ich habe den Inhalt jetzt nicht gelesen, aber ich finde, das ist schon mal sehr, sehr gut. So, dann haben wir hier noch ein Behind-the-Scenes-Bild. So sieht es jedenfalls aus für mich. Und das ist alle, solche Bilder wünsche ich mir im Mediabook. So, dass man so einen Blick hinter die Kulissen hat, das hat für mich einen echten Mehrwert. Und ansonsten, ja, wie immer, ein hervorragendes Produkt, ganz tolle Qualität hier, da sieht man noch die Schnüre. Ein richtig tolles Qualitätsprodukt aus dem Hause Turbine. Da hat Turbine sich also wieder einmal ins Zeug gelegt, um der Kundschaft das zu geben, was sie haben wollen. Und ja, das klingt alles wie ein Werbevideo, ist es ja irgendwo auch. Aber ihr wisst, wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann würde ich das ganz ohne Rücksicht auf Verluste auch an dieser Stelle sagen. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, bis auf diese Macke hier vorne, wobei ich nicht weiß, wie die da hinkommt, gibt es an diesem Produkt nicht das Geringste auszusetzen. Ich wünschte, ich könnte es behalten, aber nein, mein Kollege Jörn kriegt das und der hat ja auch die ganze Arbeit damit, der schreibt das Review und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch bei euch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, wir sehen uns beim nächsten Unboxing wieder und bis dahin sage ich, seid schlau, schaut blau.